bin Andreas Hoffmann, ich bin hier Besucherreferent im Alliiertenmuseum und ich würde Ihnen gerne einer meiner weiteren Lieblingsobjekte vorstellen, hinter mir zu sehen, der Spionagetunnel. Der Spionagetunnel hat natürlich, man muss es so sagen, eine Besonderheit in Berlin bedeutet, denn Berlin war ja im Kalten Krieg Hauptstadt der Spione und mit diesem Spionagetunnel wollten amerikanische und der britische Geheimdienst gemeinsam versuchen, Telefonkabel anzuzapfen, die, wie sie herausgefunden haben, zwischen Ost-Berlin, also quasi in dem Fall zwischen den sowjetischen Truppen in Ost-Berlin und Moskau genutzt wurden. Die Information hatten sie bekommen, dass direkt in der Nähe des amerikanischen Sektors Telefonkabel in einer sehr geringen Tiefe unter einer Straße in Treptow verlaufen. Und mit Hilfe dieses Tunnels hinter mir ist es tatsächlich dann gelungen, 450 Meter lang eine Tunnelröhre zu bauen, um dann tatsächlich dann an diese Telefonkabel heranzukommen und mit Hilfe der Technik dann insgesamt 11 Monate lang die Telefonate zwischen Ost-Berlin, also den sowjetischen Militärs in Ost-Berlin und Moskau, abzuhören. Dieser Tunnel war insofern auch ein großer Erfolg, wie man dann festgestellt hat, denn es konnten insgesamt 500.000 Telefonate abgehört werden und 50.000 Tonbänder von Informationen gesammelt werden. Allerdings, wenige Jahre später, gab es dann eine große Überraschung. Es kam heraus, bevor die Amerikaner diesen Tunnel angefangen haben zu bauen, hatte ein britischer Doppelagent, diesen Tunnel verraten. Dieser Doppelagent namens George Blake hat sowohl für die Briten gearbeitet als auch für die Sowjets und hat in der Form, in der Besprechung dieses Tunnels, in der Vorbereitung des Tunnels, diesen Tunnel bereits von Anfang an den Sowjets mitgeteilt, allerdings dem sowjetischen Geheimdienst KGB. Bedeutet also, dass der sowjetische Geheimdienst Bescheid wusste, allerdings sowjetische Militärs und auch die ostdeutsche Staatssicherheit von diesem Tunnel nichts gewusst haben. Deswegen waren viele Informationen, die die Amerikaner abgehört haben, auch sehr, sehr, sehr relevant und sehr aufschlussreich. Aber um den Agenten Blake zu schützen, hat man diesen Tunnel erst quasi nach 11 Monaten entdeckt, um dann diesen Tunnel tatsächlich dann zu zerstören. Aber es ist auch ein schönes Beispiel, dieser Tunnel, von dem Sie übrigens jetzt hier die letzten 12 Meter noch sehen im Museum bei uns, von ehemals 450 Metern als Teil dieser Zeit des Kalten Krieges und der Spionage.